Dankeschön. Guten Abend, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Hirschhausen, ich bin Arzt, ich möchte Sie gut behandeln. Und fangen wir mal gleich an mit ein paar Geschichten zu dem großen Thema, die Leber wächst mit den Aufgaben. Und damit es für Sie und für mich spannend wird, werde ich die Geschichten ergänzen um ein paar Texte, die unerhört sind. Bewegung macht glücklich und ich finde es immer wieder lustig, wie Tees einem versuchen, das Glück näher zu bringen. Es gibt ja den berühmten Glückstee. Haben Sie das mal probiert? Ein Teufelszeug. Versuchen Sie es nicht. Sie machen sich unglücklich. Wann nimmt man Glückstee zu sich, wenn es einem schlecht geht? Ja, nimmst extra 3 Beutel auf die Tasse, nimmst einen Schluck, denkst, ich spüre nichts. Spürst du was? Nö, der Tee ist kaputt. Ja? Bist auf 180 durch Glückstee. Es gibt einen Tee, der heißt Fitness-Tee. Bewegung macht glücklich, aber kein Tee kann sich für dich bewegen. Tee kann immer nur ziehen. Fitness-Tee macht fit, wenn man im 5. Stock wohnt mit Klo überm Hof. Aber das kann auch Kaffee. Und deswegen muss man sich andere Formen von Bewegung zur Routine machen. Und da gibt's ja in letzter Zeit ein paar ganz neue Sportarten. Der Text heißt Bewegung, ich bin noch nicht Blade. Nordic Walking ist in. Es schont so schön die Gelenke. Belastet werden nur die Zwerchfälle von allen, die uns dabei betrachten. Seien wir ehrlich, es sieht bescheuert aus. Die Grundidee ist ja richtig. Ein Marketing-Experte einer finnischen Sportartikelfirma dachte lange darüber nach, ob es einen Weg gibt, auch im Sommer Skistöcke zu verkaufen. Er erfand Nordic Walking und seitdem macht er Millionen, weil Millionen es machen. Der Deutsche wandert nicht mehr über Stock und Stein, sondern verstockt auf Asphalt. Langlauf ohne Loipe. Abgefahren. Gegen Gehen hat ja niemand was, aber Walkern kannst du momentan noch nicht mal mehr aus dem Weg gehen. Sie sind überall. Nicht schnell, aber viele. Wenn du versuchst, zwischen ihnen mit dem Fahrrad Slalom zu fahren, wisse, sie boykottieren bewusst die Erfindung des Rades und sie sind bewaffnet. Die Knie schonen zu wollen, ist auch nicht verkehrt. Hätte Gott wirklich gewollt, dass wir aufrecht gehen, hätte er uns bessere Knie gegeben. Noch besser als Nordic Walking soll ja deswegen Bladen sein, Rollen, Inlineskaten. Statt die Gelenke mühselig beim Laufen über Jahre zu verschleißen, reicht jetzt ein einziger Sturz und die Knie sind im Arsch. Entschuldigen Sie den Ausdruck, aber angesichts der Geschwindigkeiten auf Rollschuhen ist das sogar anatomisch korrekt. Ich weiß, wovon ich spreche, ich hab's ausprobiert. Gesundheitsbewusst, wie ich bin, versuchte ich, durch die richtige Ausrüstung Risiken zu minimieren und trug Schoner über Ellenbogen, Knien und Handgelenken. In voller Montur inklusive Helm bist du allerdings praktisch bewegungsunfähig und daher wieder auf die Rollen angewiesen. Ein Teufelskreis. An jedem Kinderwagen sind Bremsen vorgeschrieben. Nur Erwachsene meinen, sich noch unter das Niveau von Krabbelkindern begeben zu müssen, indem sie sich ungebremste Rollen unter die Füße schnallen. Zugegeben, der rechte Schuh hat am Hacken einen kleinen Gummipfropfen, den sogenannten Stopper. Eine kleine Überschlagsrechnung. Wie realistisch ist es, 90 Kilo Körpermasse, die durch ein Gefälle von 5% auf über 45 Stundenkilometer beschleunigt wurde, durch sanften Druck auf eine Fläche von der Durchschlagskraft eines Radiergummis zu stoppen. Da bekommt Überschlagsrechnung eine konkrete Bedeutung. Das Trügerische, ich will ja gar nicht anhalten. Denn stehen ist auf den Dingern viel schwerer, als in Bewegung zu bleiben. Ein paar Schlittschuhschritte und ich rolle.
Nach der ersten Schrecksekunde stellt sich plötzlich ein Gefühl tiefer Genugtuung ein. Ich spüre, das Ziel der Evolution ist erreicht. Aufrecht gehen, das war gestern. Die Neuzeit gleitet auf Rollen, unaufhaltsam. Leichtigkeit, Anmut, Grazie, alles strahle ich aus. Ich täusche mich. Nicht aber die Menschen, die mir entgegenkommen. Sie wissen um die Gravitation hinter meiner Grazie, schauen mitleidig und wechseln kommentarlos die Straßenseite. Noch besser Hunde. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Sie wittern kilometerweit den Grad meiner Inkompetenz und wissen gleich, bin ich wieder einer von Ihnen auf allen Vieren. Beim Autofahren hofft man ja im Falle des Kontrollverlusts, hat jeder das erst gehört, was da bei Kontrollverlust den Genitiv indiziert? Sehr schön. Der Satz im Ganzen lautet: Beim Autofahren hofft man ja, im Falle, dass man die Kontrolle verliert, möglichst auf kein Hindernis zu prallen. Beim Bladen ist genau umgekehrt. Ich suche aktiv Hindernisse, um die Kontrolle wiederzuerlangen. Nur, woran festhalten? Baum oder Gebüsch? Zaun oder Laterne? Ich nehme ein Taxi. Keine bewusste Entscheidung, es steht plötzlich vor mir. Ich bretter hinein und klammer mich reflexartig oben am Taxischild fest. Der Taxifahrer gibt in Panik Vollgas. An der nächsten roten Ampel erspähe ich ein Gullidecke und lasse mich fallen. Rums! Perfekt, die Rollen stecken im Kanalgitter parallel. So fest, dass sich diese verdammten Schuhe nie wieder werden rühren können. Ich laufe barfuß heim. Jede zähe Bodenhaftung. Die Erde hat mich wieder. Das Laufen auf zwei Beinen braucht keine evolutionäre Weiterentwicklung. Artenschutz gilt nicht für Trendsportarten. Diese darf ruhig wieder aussterben. Mir reichen als technologische Errungenschaft des 20. Jahrhunderts Socken mit Gumminoppen. Leben verheiratete Menschen länger oder kommt es denen nur so vor? Dieser alte Witz beinhaltet eine der aktuellsten Fragen der Medizin, nämlich, warum werden Menschen unterschiedlich alt? Die Rezepte für ein langes Leben werden überall gesucht. Unlängst schrien die Forscher Hurra, weil eine Fruchtfliege für ein paar Wochen länger lebte, nachdem man ihr die Nahrung künstlich verknappt hatte. Was für ein Leben. Was lernt man von den abgemagerten Fruchtfliegen, die nicht sterben wollen? Wer nichts zu sich nimmt, den will auch der Tod nicht mehr zu sich nehmen. Der Preis ist schon im Leben hoch genug. Durch das Fasten stellt der Körper alle Funktionen auf Sparflamme. Was Energie braucht, wird eingestellt und dazu gehört vor allem die Fortpflanzung. Ein ähnliches Phänomen übrigens bei Magersüchtigen. Da lebt die Fliege nun also mit der perfekt abgehungerten Wespentaille, hat Zeit bis zum Abwinken und bekommt Sparprogramm statt Sex. Arme Sau, die Fliege. Und wir Menschen, warum verdammt nochmal leben Frauen länger als Männer? Liegt es an unterschiedlichen Lebensstilen? Belastungen, Hormonen, Gene? Der Bevölkerungsforscher Mark Louis hatte eine geniale Idee. Er suchte nach einer Gruppe Menschen, in der Frauen und Männer nahezu gleiche Bedingungen haben. Er fand sie im Kloster, wo die Sterbetafeln der Nonnen und Mönche ein großes Geheimnis verrieten. Über die Langlebigkeit wird nicht in der Körperzelle, sondern in der Klosterzelle entschieden. Wer im Kloster lebt, kommt später in den Himmel. Und die größte Sensation, die Lebenserwartung von Nonnen liegt nur ganz leicht über der ihrer Geschlechtsgenossinnen außerhalb der Klostermauern. Aber die Mönche leben 5 Jahre länger als Männer in anderen Berufen und Berufungen. Jungs, damit ist eindeutig widerlegt, dass Männer rein genetisch dazu verdammt sind, früher zu sterben. Also, ab ins Kloster, Nahrung verknappen und auf Fortpflanzung verzichten. Nein. Fairerweise muss man sagen, dass der Fortpflanzungsakt deutlich größere Opfer auf Seiten der Frau verlangt als auf Seiten des Mannes. Ungefähr im Verhältnis von 9 Minuten zu 9 Monaten. Von der Zeit danach mal ganz abgesehen. Wenn Mönche nachts aufstehen, dann wegen der Stille, nicht um zu stillen.
Es muss noch andere Gründe für die Lebensverlängerung außer der sexuellen Enthaltsamkeit geben. Denn auch tagsüber genießen die Mönche zum Beispiel viel mehr Kooperation statt Kompetition. Also mehr Routine als Rattenrennen. Was tun Männer draußen nicht alles, um Aufmerksamkeit zu erregen im ewigen Kampf um die knappe Ressource Frau? Wer Jesus nachfolgt statt einer Frau, braucht dazu keinen Porsche. Und wer seine größten Karrierechancen sowieso erst nach dem Leben kommen sieht, verbringt weniger Energie mit der Absicherung irdischer Hierarchien. Und obwohl die Braukunst in den Klöstern floriert, sind Geistliche weniger anfällig für Rausch und Rauchen, die klassischen Männerkiller. Könnte es nicht sogar sein, dass auch die Abwesenheit von unnötigen Entscheidungen das Leben verlängert? Zum Beispiel diese alte Frage, was ziehe ich heute an? Im Kloster die Kutte. Ja? Klare Verhältnisse. Wenn das alle tun, muss sich keiner für schämen. Da hast du als Mann jeden Tag eine halbe Stunde gespart. Als Nonne bis zu 2 Stunden. Wann gibt's Frühstück? Wenn es Bim-Bam macht. Ganz klare Regeln. Seit 500 Jahren die gleiche Zeit. Früh aufstehen ist gar nicht so hart, wenn man früh ins Bett geht. Und es gibt ja auch nicht 300 Abendveranstaltungen, zwischen denen man sich nicht entscheiden kann. Und dann die Frage, was lesen wir heute? Das Buch. Die lesen seit 2000 Jahren immer wieder im gleichen Buch und es wird ihnen bis heute nicht langweilig. Macht mich neugierig. Die Mönchsstudie zeigt, Männer leben länger als Brüder, denn als Rambo. Doch egal, ob man ein Leben nach dem Tod erwartet oder nicht, zu eilig sollte man es nicht haben, das herauszufinden. Es ist so einfach, glücklich zu sein. Schwer ist nur, einfach zu sein. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Namen? Ja? Hat eine Weile gebraucht, oder? So erstmal denkt man, naja, ich hätte mir auch was anderes aussuchen können. Aber wir suchen es uns ja nicht aus. Und davon handelt der nächste Text. Namen, initiale Fehlentscheidungen. Man kann sich seine Eltern nicht vorsichtig genug aussuchen. Denn mitunter sind die wiederum alles andere als vorsichtig, wenn sie die Namen aussuchen, mit denen sie uns durchs Leben schicken. Selten wird da auf Wohlklang geachtet. Im Gegenteil, ich habe den Verdacht, dass Eltern, die selber unter einem total bescheuerten Namen gelitten haben, gerne mal dieses Trauma über Generationen weitergeben. Warum sonst nenne ich, wenn ich mit Familiennamen Schweiß heiße, mein Kind auch noch Axel? Und ich muss das nochmal betonen, ich denke mir das nicht aus. Ein Blick ins Telefonbuch zeigt, das Leben ist brutaler als jede Komikerfantasie. Ich war ja als Arzt auf der Neugeborenenstation auch. Und da war ich immer wieder verblüfft, wie völlig überfordert und gleichzeitig willkürlich Eltern ihren Kindern Namen geben. Ich bin an die Schweigepflicht noch gebunden, aber den Nachnamen sage ich nicht. Aber die Vornamen Tick, Trick und Track für Drillinge, das ist doch eine Strafe, oder? Dann schon lieber Buhmuckel. Sozialpsychologen bestätigen, dass der Name das Selbstbild und das Fremdbild so sehr prägen kann, dass man sich unbewusst entsprechend verhält. So halten viele eine Manuela automatisch für dümmer und hässlicher als eine Julia. Hubertus wird in der Schule anders benotet als Kevin. Und welche Chance hat jemand im Leben mit einem Nachnamen, der mit Z beginnt? Der liegt immer ganz unten im Stapel. Der Erfolg war Adenauer, Brandt und Cäsar in die Wiege gelegt. Frau Zypris kämpft nicht grundlos für mehr Gerechtigkeit. Eine Diskriminierung, über die sich niemand aufregt. Alphabetismus. Es gibt deutlich mehr Entscheidungsträger von A bis K als L bis Z. Da können Sie den Archivleiter der Konrad-Adenauer-Stiftung fragen. Wissen Sie, wie der heißt? Buchstab.
Mit jedem Namen ist außerdem eine Altersvorstellung verbunden. Und ich spreche da wirklich aus eigener Erfahrung. Wenn ich mich irgendwie mit Eckhard von Hirschhausen vorstelle, sagen die Leute immer, ich habe sie mir viel älter vorgestellt. Und das ist der große Vorteil bei einem Namen, der zuletzt zu Zeiten des christlichen Mystikers Meister Eckhart populär war. Schwupps, sieht man 750 Jahre jünger aus. Mensch, das ist doch eigentlich eine geniale Geschäftsidee. Statt sich liften zu lassen, einfach den Namen wechseln. Gerade bei Frauen so, du, ich heiße jetzt nicht mehr Wilhelmine, sondern Sabine. Ich fühle mich aber voll wie eine Vanessa. Ja? Hast du gleich drei Generationen übersprungen. Einfach nur Namen ändern. Name ist nicht Schall und Rauch, sondern eine echte Lebensentscheidung. Menschen ziehen zum Beispiel auch lieber in eine Stadt, die ihren Namen ähnelt. Ein Jack nach Jacksonville, ein Philip nach Philadelphia. Und der Job scheint sich auch magisch anzupassen. Bei Dentisten kommt Dennis ungewöhnlich häufig vor, bei Geografen Georg. Diese Daten sind aus Amerika, wo das mit der Social Security Number leichter zu recherchieren ist. Aber für Deutschland, denke ich mal, ist es ähnlich. Also aus meiner eigenen Erfahrung heraus postuliere ich das, einen fast masochistischen Eifer, Name und Beruf zu kombinieren. Wie heißt der Chef der Urologie der Charité? Professor Leistenschneider. Warum wird ein Herr Horny Frauenarzt? Und hätte Matthias von Aufschneider keinen anderen Beruf wählen können als ausgerechnet Unternehmensberater? Als mein Adressverwaltungsprogramm bei der Suche nach weiteren eigenartigen Eigennamen abstürzte, bekam ich aus Holland eine Mail vom Supportzentrum für diese Software, ungelogen, von Michael van de Panne. Namen verfolgen uns über den Tod hinaus. Ich habe eine Todesanzeige aus der Zeitung ausgeschnitten von Emma Fick. 80 Jahre lang hat sie tapfer alle Varianten von schlechten Scherzen ertragen. Was machen ihre Angehörigen? Sie suchen sich unter mindestens 80.000 Bibelsprüchen folgenden aus. So spricht der Herr: Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Der nächste Text heißt Das Ungeheuer von Wellness. Ein wohlmeinender Freund riet mir neulich: Eckhard, entspann dich mal, geh in die Sauna. Das hätte ich besser nicht tun sollen, denn es gibt wenig Orte, an denen Menschen so unentspannt sind wie in der Sauna. Ich frage mich zuerst immer, kennst du wen? Aber noch schlimmer ist ja die Frage, willst du wen kennenlernen? Wie spricht man jemanden an, nackt? Die unverfängliche Flirtfrage verfängt nicht in der Sauna: Hast du mal Feuer? Deshalb fantasiert jeder heimlich vor sich hin, wie der oder die wohl angezogen aussieht. Sauna ist eine seltsame Mischung von Neandertal und Laubenkolonie, wo jeder Mensch im Urzustand zwar nicht auf Bäumen hockt, aber auf beheizten Brettern. Dennoch kein Ort der Freizügigkeit, sondern der äußersten Beklemmung. Die Art, wie jeder sein Handtuch ausbreitet, hat etwas von Schrebergarten auf Zeit. Mein Handtuch, mein Revier. Und anfangs macht jeder ein finsteres Gesicht, was bei der schummrigen Beleuchtung noch finsterer wirkt. Seien wir ehrlich, es gibt Leute, die sehen angezogen besser aus als nackt. Das sind ungefähr 98% der Weltbevölkerung. Davon leben die anderen 2% sehr gut, aber die triffst du nie in der Sauna. Was ich wirklich wissen will, bei der gemischten Sauna, wer mischt da? Es sind immer zu viele unattraktive Männer, und ich nehme mich da gar nicht mal aus. In der Sauna sind Männer, die sich sagen, warum soll ich 10 Euro für den Playboy bezahlen, wenn ich in der Sauna für das gleiche Geld nackte Frauen live sehen kann?
Leider denken die halbwegs attraktiven Frauen genauso. Wenn ich mich von alten Säcken begaffen lasse, dann für 10.000 Euro im Playboy, aber nicht für 10 Euro in der Sauna. Blöd dran sind Spanner mit Brille. Die Gläser beschlagen, die Gestelle glühen. Und so manchem musste der eingeschmolzene Kunststoffbügel operativ von der Nase entfernt werden. Auch blöd Menschen mit irritablem Kolon. Allein schon wegen der Explosionsgefahr. Leute mit Blähung gehen deshalb auch nicht in die Sauna, sondern in den Whirlpool. Kleiner Tipp, wenn es dort nach Schwefel riecht, ist nicht ein Zeichen für eine Heilquelle. In der Sauna triffst du Triefende, die mit überzogenen Erwartungen kommen, seit sie beobachtet haben, dass in der Bratpfanne Fett bei 60 Grad verschwindet. Sie hocken hoffnungsvoll vor sich hin und denken mit Blick aufs Thermometer, Mensch, jetzt sind schon 90 Grad, wann geht's denn los? Dabei lehrt uns die Physik, dass niemand durch Hitze abnimmt. Im Gegenteil, bei Wärme dehnt sich alles aus. In der Sauna siehst du Menschen ungeschminkt, so wie Gott sie schuf und wie McDonald's sie formte. Das Einzige, was in der Sauna schrumpft, ist das Hirn. Hitze macht so angenehm dumm. In der ersten Minute denkst du noch, ach, jetzt hast du mal Zeit, in Ruhe nachzudenken. In der zweiten Minute denkst du nur, boah, ist das heiß hier. In der dritten Minute, boah, ist das heiß hier. In der vierten Minute, boah, Mensch, das hab ich doch schon mal gedacht. Sauna macht debil. Anders ist auch nicht zu erklären, dass jemand, der nichts weiter kann als Wasser verschütten und mit einem Handtuch wedeln, spontan von allen Applaus bekommt. Boah, hätte ich nicht geschafft, irre. Was wir denken, hat ganz viel mit Temperatur zu tun. Jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoller. Ich hoffe, Sie machen diesen kleinen Schlenk ins Philosophische mit. Hätte Königsberg am Äquator gelegen, Kant hätte seine Kritik der reinen Vernunft auf 3 Seiten zusammengefasst. Und der kategorische Imperativ hieße Manjana. Hitze macht gleichgültig. Nach 5 Minuten gilt der erste Hauptsatz der mentalen Thermodynamik. Aktueller IQ ist gleich Ausgangswert minus Raumtemperatur. Rechenbeispiel, wer mit einem IQ unter 100 ausgestattet ist, geht besser ins Dampfbad. Das Tolle an der Sauna, es geht hier nicht ums Schlausein. Jeder hat exakt die gleichen Aufstiegschancen. Draußen gilt eine Vielzahl verwirrender Gesetze, drinnen nur eins, kein Schweiß aufs Holz. Sauna ist so wunderbar basisdemokratisch und mit steigender Temperatur gar sozialistisch. Wildfremde Menschen aller Klassen, denen du draußen nie freiwillig die Hand geschüttelt hättest, sitzen dir plötzlich selbstverständlich nackt und tropfend auf dem Schoß. Mit fortschreitender Hitze schmilzt das letzte Restchen Territorialverhalten dahin. Der Schweiß schweißt alle zu einer amorphen Masse. Und zum Aufguss rückt man ein letztes Mal noch enger zusammen. Und plötzlich wird dir klar, warum dieser Ort so heißt. Sauna. In der Sauna kann man ja auch Menschen an Stellen sehen, die sonst nicht so leicht zugänglich sind, den Blicken, und ich rede von Tattoos. Der Text heißt, das geht auf keine Kuhhaut. Die moderne deutsche Frau trägt ihre Haut gern bedeckt mit Tattoos. Wenn der Sommer naht, lugen wieder ganze Schwärme von Delfinen über Schulterblätter jeder Couleur. Aus dem Wunsch nach etwas Besonderem ist so sehr Massenkultur geworden, dass, wer heute wirklich mittels Tattoo aus der Masse herausstechen will, dazu schon etwas wirklich Ausgefallenes bräuchte. Ein Sudoku auf dem Kreuzbein oder ein Fragezeichen auf der Stirn. Früher waren Tattoos das Privileg
rauer Seefahrer. Heute lassen sich Mädchen in einem Alter bekritzeln, in dem sie selbst noch ein komplett unbeschriebenes Blatt sind. Piercings kann man wieder entfernen, aber Tattoos? Permanent verunstalten lassen für eine flüchtige Idee? Keins dieser Girlies käme doch darauf, seine Zimmerwand statt mit einem Poster, was man bei Zeiten wieder abhängen kann, gleich in Freskentechnik für die Ewigkeit zu verschönern. Bei der Haut ist man nicht so wählerisch. Selbst wenn man nicht weiß, ob Tokyo Hotel in der nächsten Saison noch angesagt ist. Tattoo-Stechen ist wie Kinderkriegen. Die Herstellung erfolgt oft spontan, aber dann hat man sie ein Leben lang. Schüchterne wählen für ihr Tattoo die sogenannte Bikini-Zone, die je nach dem Flächenverhältnis von Stoff und Haut sehr unterschiedlich breit ausfallen kann. Ist der Delfin, um schamhaft den Schambereich zu vermeiden, nach oben gerutscht, sieht er sich den Gezeiten des Bauchfetts unterworfen und da ist mit fortschreitendem Alter immer seltener Ebbe. Sollte eine Schwangerschaft erschwerend hinzukommen, wird aus dem delikaten Delfin ein gestrandeter Wal. Deshalb wählen noch vorsichtigere Frauen die Knöchelregion. Für mich haben Knöcheltattoos immer den Beigeschmack des Kleingedruckten. Da unten steht irgendwas, aber was, in welcher Position soll man, ohne den Anstand zu verlieren, so nah an die Zeichnung herankommen, dass man die Botschaft würdigen kann? Beim Schuh zubinden? Muss man nicht alle Tattoos eines Menschen im Zusammenhang sehen? Sind Knöcheltattoos am Ende ein Versprechen, dass es irgendwo weitergeht? Eine buchstäbliche Fußnote? Und der eigentliche Text steht auf einem anderen Schulterblatt? Da lobe ich mir doch die Männer. Unvergessen ein Patient in England, der wohl schon ahnte, dass seine Beziehungen nicht von Dauer sein würden. Statt sich auf dem Unterarm auf einen Namen festzulegen, ließ er sich Folgendes stechen. Ich lebe und sterbe für alle, die ich liebe. Clever. Ich stellte mir immer vor, wie er nachts in der Kneipe den Ärmel hochkrempelt und versucht, dem Objekt seiner Begierde verständlich zu machen, ey, habe ich nur für dich gemacht. Neulich lernte ich tatsächlich jemanden kennen, der mir offenbarte, wenn man einmal mit dem Tattoo-Stechen angefangen hat, hört man nicht wieder auf. Es ist wie eine Sucht. Und dann zeigte er mir aus verschiedenen Epochen seine ästhetischen und vor allen Dingen finanziellen Entwicklungen Engel, Teufel und Tribals, die irgendwie eine Zugehörigkeit zu einem undefinierten Keltenstamm symbolisieren sollte. Und dann fragte er mich, ob ich eine Idee für sein Rückentattoo hätte. Ich schlug ihm vor, quer über den Rücken, hier könnte Ihre Werbung stehen. Ich fand's lustig, war damit aber komischerweise allein. Im Ernst, wirklich verstehen werde ich diesen Kult nie. Ich kaufe mir lieber Aktien von Firmen, mit deren Lasern man Tattoos entfernen kann. Denn ich wette, irgendwann werden sowohl die spätpubertierenden Rebellinnen als auch die harten Jungs entdecken, was sie heute offenbar nicht zu schätzen wissen, die Schönheit reiner Haut. Einige kennen vielleicht meine Idee, dass Hunde etwas sehr Therapeutisches haben und dass tatsächlich Hundebesitzer seltener depressiv werden. Und dass es eigentlich naheliegend wäre, einen Dackel von der Barmer oder für Neukölln auch ruhig einen Rottweiler von Ratio Farm zu sponsoren. Aber nicht für jeden Menschen ist ein Tier passend zum Lebensstil. Und das hat mich tatsächlich inspiriert zu einer Geschichte, die viele von Ihnen wahrscheinlich auch nachempfinden können, aber wahrscheinlich so noch nie betrachtet haben. Der Mensch ist nicht gern allein. Dieses Jahr habe ich endlich ein Haustier gefunden, das wirklich zu mir und meinem Lebensstil passt. Drosophila melanogaster. Ja, ich lebe mit Fruchtfliegen zusammen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe diese Tiere richtig lieb gewonnen. Sie bieten alle Vorteile eines Hundes, sind aber nicht so anspruchsvoll. Kein teures Spezialfutter, meine Drosis essen, was auf den Tisch kommt. Und sie sind stubenrein. Also nicht wirklich, aber man sieht es nicht.
Mir geht's ja um das Emotionale, was Tiere einem Menschen zu geben haben. Da reicht kein Hund ran. Geschweige denn eine Katze. Kennen Sie das auch? Sei einmal nett zu einem Hund und er wird sich ein Leben dran erinnern. Sei ein Leben lang nett zu einer Katze und sie hat es im nächsten Moment vergessen. Ruf einen Hund und er kommt, ruf eine Katze und du hast das Gefühl, die hat einen Anrufbeantworter. Die meldet sich, wenn ihr danach ist. Katzen haben die unglaubliche Fähigkeit, Menschen für nichts und wieder nichts ein schlechtes Gewissen zu machen. Einfach nur dadurch, dass sie da sind. Und ich habe sehr schlechte Erfahrungen mit Frauen gemacht, die Katzen mögen. Und ich weiß, das löst immer viel Protest aus, aber nur ein letztes Gedankenspiel zu diesem Thema. Es gibt, glaube ich, sehr viele gute Gründe, dass blinden Menschen zur Hilfe ein Hund an die Seite gestellt wird und keine Katze. Ich möchte das nur ihrer Fantasie überlassen. Bei den Drosis ist das Liebe über Generationen hinweg. Wenn ich nach einer anstrengenden Woche auf Reisen nach Hause komme, ich drehe nur den Schlüssel um, mache die Tür einen kleinen Spalt auf, da kommen die mir schon entgegen, begrüßen mich mit Give me five, wedeln mit den kleinen Flügelchen, das ist so ein bisschen wie Love Parade. Und sollte ich mal nichts eingekauft haben, sind die nicht beleidigt. Nein, im Gegenteil, die zeigen mir von sich aus, wo es in meiner Wohnung noch etwas Essbares gibt. Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf, aber Fruchtfliegen können keiner Fliege was zu Leide tun. Ich glaube, die sind so gut drauf, weil sie sich so gesund ernähren. Viel Obst, viele Vitamine, viel Bewegung. Drosis machen sich einfach nicht so viel Stress und genießen ihren Tag. Sie leben nach dem Motto, heute ist der letzte Tag vom Rest deines Lebens. Eine einzige Party, klar, bei Fruchtfliegen hat immer irgendeine Geburtstag. Ich komme nach Hause, keiner begrüßt mich. Denkt, na nu, was ist das für ein Geräusch? Da saßen alle meine Drosis im Wohnzimmer auf dem Teppich und guckten fern. Ich hatte die Glotze angelassen, wobei die von unserem Fernsehprogramm eigentlich komplett unterfordert sein müssten. Drosis haben ja Facettenaugen, können 32 Programme gleichzeitig parallel schauen. Sie sind damit wohl die einzigen Lebewesen, für die ein Premiere-Decoder wirklich Sinn macht. Zugegeben, manchmal ist es auch nicht leicht mit den Drosis. Letzte Woche hatte ich abends gemütlich eine schöne Flasche Rotwein aufgemacht. Ich suche noch Knabberzeug. Ey, da machen die sich über die Flasche her. Ein 96er Rioja. Den trinkt man noch nicht einfach so aus der Flasche. Für mich war der Abend gelaufen. Drosis sind uns, glaube ich, viel ähnlicher, als wir denken. Die Forschung hat gezeigt, dass sie über 50% ihrer Erbsubstanz mit uns Menschen gemeinsam haben. Das musst du dir mal klar machen. Über die Hälfte der Gene sind gleich. Mit anderen Worten, zwei Fruchtfliegen... Danke. Neulich ging durch die Presse ein Riesenaufschrei, eine große deutsche Firma würde Callcenter schließen. Ich habe die Aufregung nicht verstanden, denn ich dachte, warum eigentlich nicht? Bei Anrufweiterleitung Mord. Mein Text über Callcenter. Im alten China gab es eine grausame Folter. Wer nicht gestehen wollte, wurde gefesselt unter ein tropfendes Fass gesperrt, sodass der Tropfen stetig genau auf einen Punkt am Kopf fiel. Das macht jeden mürbe. Und kurz vor dem Wahnsinn sagt man dann zu allem Ja. Im 21. Jahrhundert wurde dieses Prinzip wiederentdeckt, bei den Warteschleifen von Callcentern. Die Folterknechte, die Mitarbeiter von Callcentern, werden ja lange geschult. Ich weiß nicht genau worauf, aber zur Sicherung der Servicequalität hören immer welche mit.
Lieber wäre mir, wenn die Leute, die zum Mithören von Gesprächen abgestellt werden, einfach selbst ans Telefon gingen. Ich glaube, das wäre der Servicequalität wirklich zuträglich. Grundregel Nummer 1 lautet, nicht gleich rangehen. Sonst denkt der Kunde womöglich, man hätte nichts zu tun und wird fordernd. Neulich versuchte ich, bei der Lufthansa telefonisch ein Ticket zu kaufen. Das hat etwas gedauert. Aber es war eine interessante Erfahrung, denn als medizinisch-psychologisch geschulter Mensch konnte ich währenddessen an mir selbst 10 unterschiedliche Stadien des Wahnsinns beobachten, in denen mein widerstandsfähiger Geist durch die Schleifenmusik geschliffen wurde. Stufe 1. Ich summe die Melodie in der Warteschleife mit, um mich bei Laune zu halten. Dabei ertappe ich mich, wie ich synchron die Ansagen dazwischen mitspreche. Bitte legen Sie nicht auf. Stufe 2. Ich spreche inzwischen auch Sprachen mit, die ich in der Schule überhaupt nie gelernt habe. Stufe 3. Ich ahme mittlerweile schon das kleine Knacken nach, wenn das Band wieder an den Anfang springt. Stufe 4. Ich beginne mit zwischen Kopf und Schulter eingeklemmtem Hörer meinen Schreibtisch aufzuräumen. Dabei stelle ich mir vor, wie oft ich in der Zwischenzeit bereits mit dem Taxi am Flughafen gewesen sein könnte, um das Ticket am Schalter eigenhändig zu kaufen. Stufe 5. Ich hole mir ein Pflaster. Ja, wegen des Nasenblutens. Die Nasenscheidewand hat der Dauerbelastung durch den Finger. Auf der Suche nach irgendeinem Erfolgserlebnis nicht standgehalten. Stufe 6. Ich bekomme Hunger. Will aber jetzt nicht auflegen, in der wahnwitzigen Annahme, dass die Anrufer in der Warteschleife irgendwie aufrücken. Leider kann ich ja den hinter mir in der Schlange nicht, wie im Supermarkt üblich, fragen, ob er mir den Platz frei hält. Ich bin gleich wieder da, ich muss nur eben noch was holen. Stufe 7, ich lege nicht auf. Und gehe trotzdem an die Dönerbude in dem Vertrauen, dass wenn jemand schon 36 Mal gesagt hat, dass ihm mein Anruf wichtig ist, dann ist er doch bitte auch so rücksichtsvoll zu warten, bis ich wieder da bin. Stufe 8, der Döner ist gegessen. Ich überlege, was eigentlich passieren würde, wenn ich meinen Telefonhörer nur mal kurz in die Steckdose halte. Würde dann am anderen Ende der Leitung die Bandmaschine explodieren? Stufe 9. Ich suche parallel im Internet nach unterbeschäftigten islamistischen Freiheitskämpfern und organisiere die Zerstörung aller Callcenters. Achtung, hinter Rent o Kill verbirgt sich nur ein Vermieter für Toilettenhandtücher. Stufe 10. Ich überlege, wie viele Wochen nach der Zerstörung aller Lufthansa-Callcenter vergehen würden, bis jemand überhaupt einen Unterschied im Service merkt. Wenn jetzt jemand ranginge, würde ich diesen armen Menschen sowas von zusammenfalten, die übelsten international verständlichen Flüche verwenden und derart brüllen, dass er es auch ohne Telefon im Callcenter Seattle hören könnte. Denn dahin wurde ja mein Anruf, der uns wichtig ist, legen Sie nicht auf, der nächste frei werdende Platz ist für Sie reserviert, eben dieser Anruf umgeleitet, weil in ganz Europa wohl gerade auf allen Leitungen gesprochen wird. Aber es geht ja keiner ran. Und plötzlich fing ich an, mir die großen Fragen des Lebens zu stellen. Muss ich da wirklich hin? Wird mich dieser Flug zu einem besseren Menschen machen? Sind die 2 Stunden, die ich gegenüber einer Bahnfahrt spare, wirklich 400 Euro wert? Und werden mir die 4 Stunden Lebenszeit, die mich dieser Telefonterror gekostet hat, wenigstens im jüngsten Gericht strafmildernd angerechnet? Und vor allen Dingen, wie heißen nochmal meine besten Freunde? Just in diesem Moment höre ich plötzlich eine Stimme. Und die gestresste Telefonistin fragt mich, wie kann ich Ihnen helfen? Ich flöte ihr ins Ohr. Danke.
Sie haben mir schon sehr geholfen. Mir ist gerade klar geworden, ich bleib daheim. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute, auch wenn wir uns vielleicht nie mehr sprechen. Foto-Unrealismus. Sie sind gerade frisch getrennt. Schauen Sie auf keinen Fall jetzt Ihre gemeinsamen Fotos durch. Sie machen sich unglücklich. Auch wenn man denkt, Fotos würden doch die Wirklichkeit abbilden, trügen sie uns auf eine ganz perfide Art durch selektive Wahrnehmung. Wenn man die schönen Urlaube, Geburtstagspartys und großen Feste mit Bildern noch einmal vor das geistige Auge holt, kann man nur melancholisch werden. Eigentlich war doch alles schön. Nein, es war nicht alles schön. Nur in den blöden Momenten hat keiner Fotos gemacht. Wer traut sich schon mitten im heftigsten Streit seinem Partner zu sagen, behalt mal bitte diesen Gesichtsausdruck. Einen kleinen Moment noch. Ich hol gerade die Kamera. Ich will dich genau so in Erinnerung behalten. Das tut ja keiner. Deshalb sind Fotos so verdammt unrealistisch. Lauter Sonnenuntergänge, keine Nacht- und Nebelaktionen, Jubiläen statt Alter, Geschenke statt Verletzungen, statt verzerrten Gesichtern, nur eine verzerrte Erinnerung. Bei Freunden habe ich diese Fotoverzerrung sogar schon bei deren Kindern erlebt. Die Kinder waren gerade voll am Nölen, aber in dem Moment, wo eine Digitalkamera auf sie gerichtet wurde, setzten sie augenblicklich ihr schönstes Lächeln auf. Klassische Konditionierung. Im wahrsten Sinne ein Lächeln auf Knopfdruck. Erziehung im Medienzeitalter bedeutet intuitive Imagepflege schon ab Vorschulalter. Den Kindern war klar, mit dem Gesicht möchte ich nicht für die Ewigkeit festgehalten werden. Noch nicht mal für den Augenblick. Die Digitalkamera hat unseren Umgang mit Gegenwart und Erinnerung grundsätzlich revolutioniert. In meiner Kindheit waren Fotos noch Luxus. Erinnern Sie sich noch daran? Der Film wurde erst zum Entwickeln gegeben, wenn alle 24 Bilder voll waren. Das konnte schon mal mehrere Weihnachten dauern. Heute dauert es keine 0,5 Sekunden. Es kostet nichts und jeder schnappt sich eine Kamera und kollektiv schnappen wir über. Das Leben wird zu einer Aneinanderreihung von Schnappschüssen. Alles festhalten, nur keinen Moment verpassen. Und ohne es richtig zu merken, verpassen wir genau dadurch ganz viele Momente. Denn die Kamera schiebt sich zwischen uns und die Gegenwart. Der Suchende hinter dem Sucher ist eben nicht im Moment, sondern momentan anderweitig beschäftigt. Den Moment festzuhalten, den er selber gerade verpasst. Und um doch noch Teil des Moments zu werden, streckt dann der Kamerabesitzer den Arm aus, um selbst mit aufs Bild zu kommen, und die gute Laune verhungert an diesem ausgestreckten Arm, weil nie die richtige Anzahl von Köpfen und Körperteilen auf dem Bild landet. Papierfotos kommen aus der Vergangenheit, und dass man früher ein bisschen doof aussah, ist ja verzeihlich. Digitalfotos sind gerade mal ein paar Sekunden alt und da kann man nichts beschönigen. Da kann man nur sagen, bitte löscht das sofort. Oder wenigstens Bildbearbeitung, die lässt jeden plastischen Chirurgen alt aussehen. Im Notfall hilft immer Schwarz-Weiß oder Sepia, das Elend der roten Augen und Haut zu vertuschen. Und Aquarell verzaubert unschöne Details zu impressionistischen Gemälden. Digitale Schönfärberei. Solange, bis wir uns selber wieder glauben. Ist Ihnen mal aufgefallen, ist das nicht paradox? Je älter die Fotos, desto jünger sieht man selbst darauf aus. Und mit etwas zeitlichem Abstand kann man ja auch drüber lachen. So wie damals beim Abholen der Papierbilder. Die wichtigste Bildbearbeitungssoftware bleibt
unsere Erinnerung. Und die rechnet nicht um in Sepia, die nimmt gleich den Goldrahmen. Man muss ihnen nur Zeit lassen für diese Entwicklung. Denn eigentlich war doch alles schön. Angst ist ein großer Glückskiller und Ängste sind meistens völlig irrational. Zum Beispiel gibt es viele Leute, die Angst haben vor dem Fliegen. Haben aber kein Problem damit, gemeinsam mit dem Auto zum Flughafen zu fahren. Dabei ist die Chance, im Auto zu verunglücken, viel, viel höher als im Flugzeug. Wahrscheinlichkeitsrechnung geht aber in unser Angstgefühl nicht ein. Zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit für eine Bombe an Bord ist 1 zu 50.000. Die Wahrscheinlichkeit für zwei Bomben gleichzeitig an Bord ist noch viel seltener, ist 1 zu 5 Millionen. Wenn man sich das einmal klar gemacht hat, also ich nehme jetzt immer meine eigene Bombe mit. Da fliege ich persönlich sicherer. Das ist angewandte Wahrscheinlichkeitsrechnung. Aber so denken die wenigsten. Und deswegen mein Text über Flugangst. Als Arzt weiß ich, wie wichtig es ist, über Gefühle zu sprechen. Über Aviaphobie, Angst vor dem Flugverkehr. Es gibt Familien, die fliegen grundsätzlich nie mit demselben Flugzeug. Es könnte was passieren. Als ich mit einer Freundin einen Urlaub plante, sagte ich, hier Schatz, kein Leichtsinn, verschiedene Flugzeuge, verschiedene Orte. Es ist zum Glück auch nichts passiert, also mir nicht, von ihr habe ich seitdem nichts mehr gehört. Fliegen ist reine Psychologie. Vertrauenssache, das beginnt ja bereits bei der Wahl der Fluggesellschaft. Condor, genialer Markenname. Assoziation, Vogel, Fliegen, kompetent. Das hätte nicht mit jedem Vogel gleichermaßen gut funktioniert. Zum Beispiel Raya ist für eine Fluggesellschaft ungünstig. Die Lufthansa benennt ja nach diesem Mechanismus auch noch ihre Flüge alle nach Städten. Ist Ihnen das mal aufgefallen? Da steigst du ein, da steht dann am Einstieg so Duisburg, Mannheim, Passau. Was mich nervös macht, da sind immer nur Städte dabei, die niemand wirklich vermissen würde. Ich bin noch nie mit einer Maschine Berlin, München oder Hamburg geflogen. Stattdessen mit einer der haarsträubendsten überhaupt. Ich weiß, es gibt eine Stadt in Baden-Württemberg, die so heißt, aber es ist kein Grund, ein Flugzeug so zu nennen. Bruchsal. Das klingt wie Bruchlandung und Schicksal in einem Wort. Ich brauche das nicht, wenn ich da einsteige. Ich habe genug andere Sorgen. Du gehst vorbei in der Business-Klasse und die Jungs sind ja cool. Mann, Mann, Mann. Die haben nur eine Angst, nicht rechtzeitig die Bonusmeile eingelöst zu haben. Und da saß ich dann neulich in der ersten Reihe Economy. Und das bedeutet, du kriegst diesen dämlichen Vorhang direkt vor die Fresse. Ich habe mich informiert, der heißt MCD, Mobile Cabin Divider. Hat mit Sicherheit nichts zu tun. Der ist nur dafür da, damit auch der blondeste Steward kapiert, wo er aufhören muss, Champagner zu servieren. Die in der Business sind ja privilegiert. Von Anfang an, ja, die sind... Boah, die kriegen Waschlappen und eine Zeitschrift und ein Käsebrötchen und da kommt man ja schnell auf 500 Euro. Also bis zum Schluss, die sind früher da und so Sachen. Also Wahnsinn. Mein Tipp gegen Flugangst, sagt Ihnen kein Volkshochschulkurs. Das bleibt unter uns. Ja? Funktioniert hervorragend. Wenn der Pilot sich vor dem Start zum ersten Mal meldet mit Mein Name ist Jürgen Becker, ich darf jetzt nach Zürich fliegen. Dann stehe ich auf und schreie laut dazwischen, oh Scheiße, nicht der schon wieder! Denn Angst ist immer relativ zum Umfeld. Und es geht einem selber immer sofort besser, wenn jemand anders noch mehr Panik kriegt als du. Und so erreicht man das. Da bist du in guter Gesellschaft. Ich kenne den Piloten nicht, aber die machen alle das Gleiche.
Du hast den Start überlebt. In den Wolken, beim Aufstieg hat es tierisch gewackelt. Du hast eigentlich jetzt mit dem Leben abgeschlossen und endlich auf Reiseflughöhe geht es sanft dahin. Ich vergesse, an Bord eines Flugzeugs zu sein und endlich kann ich entspannen und schlaf ein bisschen ein. Und dieser Idiot vom Pilot wartet auf diesen Moment, um mich zu wecken mit Informationen aus dem Cockpit. Er macht mich wach, damit ich erfahre, draußen sind es minus 50 Grad und unter mir 10.000 Meter nichts. Was sagt mir diese Information? Du solltest nicht hier sein. Das ist kein guter Ort für dich. Das ist alles, was ich aus dieser Information lerne. Er soll mich in Ruhe lassen, ich lasse ihn auch in Ruhe. Er soll sein Ding machen, ich mache mein Ding. Ich gehe auch nicht ins Cockpit und sage, übrigens, falls für Sie gerade wichtig ist, ich habe eine Tüte Erdnüsse aufgemacht. Dafür macht er mich wach, dafür macht er mir Angst. Dann versuche ich mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Ich sage, Eckart von Hirschhausen, es hilft wirklich in diesen Situationen, sich mit vollem Namen anzureden. Von den 10.000 Metern gefährlich sind nur die letzten beiden. Dann gucke ich in diese komischen Instruktionen in der eingeschweißten Sitzflasche und dann denke ich, zwischen Berlin und Zürich, wie viel Hoffnung gibt mir eine Schwimmweste? Wo sind verdammt nochmal die Fallschirme? Das möchte ich wissen. Und ich drehe dann echt durch. Ich male mir so Szenarien aus. Wie viel Spucktüten könnte ich kurzfristig zusammenleimen, um mir einen eigenen Airbag zu bauen? Ja, solche Sachen denke ich mir dann aus. Vieles ist besser geworden. Es ist vieles sicherer geworden. Ja, früher ist einem ja der Druckausgleich tierisch auf die Ohren, als einem das Trommelfell rausgeflogen. Heute merke ich das noch ganz bisschen, so in der Magengegend. Neulich auf dem Flug dachte ich, ach komm, kriegt keiner mit, machst du noch schnell deinen persönlichen Druckausgleich. Hat auch erst keiner gemerkt, bis plötzlich diese Sauerstoffmaske über mir. Es war sehr unangenehm. Probieren Sie es nicht aus. Es war auch schwer, den Stewardessen das zu erklären. Das ist auch ein komisches Volk, oder? Auch wenn die hübsch sind, ich kann mich nicht freuen. Ich habe über der Erde komplett andere Bedürfnisse als auf dem Boden. Ich merke das daran, ich bestelle grundsätzlich das Gleiche. Trinken Tomatensaft. Meine Damen und Herren, das ist ein Phänomen. Auf der Erde käme ich nie auf die Idee, Tomatensaft zu trinken. Sie könnten es mir schenken, Sie könnten es mir in den Kühlschrank stellen. Es würde ein Jahr lang unangetastet vor sich hingammeln. Und dort oben, alle um mich herum ebenfalls, wie hypnotisiert, ja, mit Salz und Pfeffer. Alle. 90% der Weltproduktion an Tomatensaft wird in Flugzeugen konsumiert. Das kann kein Zufall sein. Meine tiefenpsychologische These, Tomatensaft ist ritueller Blutersatz. Ja, denn alle haben Schiss, keiner gibt's zu und jeder versucht sich heimlich noch so eine Art Transfusion, so eine kleine heimliche Starthilfe für den Fall, eine gute Ausgangslage. Und gleichzeitig macht das den Kitzel beim Fliegen aus. Du weißt nicht, ob's gut geht. Du weißt nur, dort oben gehörst du nicht hin, Mensch. Und da bist du mit den großen Fragen des Lebens allein. Auf der Erde windet man sich mit Halbwahrheiten durch. Dort oben starren sie dir ins Gesicht. Wichtige Fragen. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und wenn ja, was ziehst du dazu an? Warum heißt es, wenn ich mit Gott spreche, Gebet? Aber wenn Gott mit mir spricht, Psychose. Und warum? Warum ist der Faden, der ein paar frisch gekaufte Socken zusammenhält, immer grundsätzlich reißfester als die Socken selber? Das möchte ich wissen. Danke. Die Geschichte, die dem Buch den Titel gegeben hat, klingt so ein bisschen nach Hepatologie.
Die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Liebe Hörer, in dem Glas befindet sich Traubensaft. Das können die Leute hier im Publikum nicht unterscheiden, aber sie können mir das glauben. Müssen aber nicht. Die Geschichte um den Rotwein ist tatsächlich ein Lehrstück für Medizinjournalismus. Denn als Medizinjournalist habe ich mir einen Wolf geschrieben, Menschen zu warnen, dass Bluthochdruck eine der häufigsten Killer überhaupt ist. Interessiert keine Sau. Dann kommt eine kleine Randnotiz, Rotwein schützt vor Herzinfarkt. Und am nächsten Tag wussten es alle, oder? Und das nicht nur das Wissen, sondern sagten, ja, habe ich schon lange gemacht, viel hilft viel. Und ignorieren völlig das alte Diktum von Paracelsus, der da sagte, die Dosis macht das Gift. Bier kann man trinken, weil es einem schmeckt. Aber Rotwein, davon muss man was verstehen. Kein Biertrinker käme auf die Idee, dich in der Kneipe mit Verachtung zu strafen, nur weil du nicht über das Hopfenanbaugebiet seines bevorzugten Getränkes zu parlieren verstehst. Bier ist Bier. Rotwein ist Religion, Weintrinken eine Wissenschaft, die Önologie. Önologie, was für ein praktisches, geniales Wort. Die einzige Wissenschaft, die man auch mit 3 Promille fehlerfrei auszusprechen vermag. Versuchen Sie das mal mit komparatistischer Kryptologie. Bevor Sie mich jetzt für einen kompletten Banausen halten, ich habe auch meine bevorzugten Lagen. Im Supermarktregal. Ich kaufe nie im Weinladen. Da müsste ich zugeben, dass ich keine Ahnung habe. Und dieser psychologische Druck für einen Probeschluck, bist du moralisch verpflichtet, 3 Stunden Gelaber, 5 Kisten mit nach Hause. Ein Supermarktregal widerspricht nicht. Es hilft dir wirklich bei der Entscheidung. Alles schön nach Preis sortiert. Ganz oben und ganz unten die Kartons. Oben zum Schutz der Flasche. Unten zum Schutz des Trinkers. Wer die Nase oben trägt, fühlt sich mit den Grand Cru auf Augenhöhe. Der beschämte Alkoholkranke greift automatisch nach unten. Das ist Kundenorientierung. Ich selbst liege irgendwo dazwischen. Je nachdem, wofür ich den Wein brauche zum Mitbringen, entscheide ich mich aus dem Bauch heraus, so auf Bauchhöhe. Wenn man den Gastgeber noch nicht mal namentlich kennt, kann man auch eine Etage tiefer. Je anonymer die Party, desto namenloser darf das Etikett ausfallen, aber immer Stil bewahren, man gehört ja nicht zum Tetrapack. Was ich selbst trinken will, das wähle ich so auf Halshöhe. Selbstverständlich belese ich mich vor dem Betrinken. Wo die Weine heute alle herkommen? Amerika, Australien, Abfüllort, siehe Laschenprägung. Dass man hierzulande Rotwein aus Südafrika oder Chile dem aus Frankreich vorzieht, ist wohl tiefenpsychologisch die späte Rache der Deutschen für den Vertrag von Versailles. Schlimmer als alles Wein einkaufen ist ja, in Nobel-Restaurants Wein zu bestellen. Ich gehe da mal so vor, beim Blick auf die Karte gucke ich erst nach dem Preis und dann schätze ich die Chance ein, diesen Wein richtig auszusprechen. Und dann nehme ich den 2 teuersten, ich bin ja kein Snob. Ich habe inzwischen echt raus, wie die Jungs, diese Sommeliers, Respekt bekommen. Ich lasse jeden 3. Wein kommentarlos zurückgehen. Ich nehme einen Schluck und dann sage ich ganz bestimmt, ich glaube, dazu muss ich nichts weiter sagen, oder? Zack, seitdem spuren die. Keine Ahnung, ob der Wein noch gut ist. Woher soll ich wissen, wie Kork schmeckt? Ich kaufe Schraubverschluss. Im Wein liegt die Wahrheit, der Schwindel liegt im Etikett. Der Profi schaut deswegen direkt auf den Flaschenhals. Denn ab 9,99 erwarte ich eine Banderole, auf der so etwas steht wie Appellatione, Controllada, Fantasia, Reservada, par ignorantes alemannes. Was so viel heißt wie, wenn ihr Bürokraten in Deutschland wüsstet, wie viel Spaß wir in unserem Anbaugebiet haben.
Das ist wieder so typisch deutsch, dass wir auf Kontrolle achten, bei einem Produkt, was maßgeblich dazu gekauft wird, die Kontrolle zu verlieren. Und was die Kenner beim Geschmack alles unterscheiden wollen, so diffizile Dinge wie Rückgeruch oder Länge. Ehrlich, ich bin froh, wenn ich am nächsten Morgen Vorgeruch und Breite unterscheiden kann. Aber bis dahin ist es ein mühsamer Weg. Und für die langen Abende, an denen sich die Zeit zwischen den Gängen dehnt wie im Zahnarztwartezimmer, verrate ich Ihnen heute ausnahmsweise ein paar Regeln, wie Sie sich gekonnt durchblüffen können. Die wichtigste Regel: Wer fragt, führt. Treffen Sie also beim Trinken mit einem Kenner niemals eine Aussage, sondern bauen Sie immer eine Gegenfrage mit ein. Wenn Sie nur einmal etwas Unqualifiziertes sagen wie "Boah, der ist ja voll rot", der Abend ist unrettbar verloren. Richtig dagegen: "Ich erahne in dieser Farbnuance bereits Anklänge von Johannisbeeraromen auf einem erdigen Lichtung im Spätsommerregen. Sie nicht auch?" Und zack ist das Gegenüber am Schwitzen. Das ist der Trick. Druck, Druck, Druck. Nach Farbe und Geruch der erste ernsthafte Trinkversuch, aber nur ein winziger Schluck. Und dann kommt Ihr Kommentar, und zwar: "Was die Sonne in den letzten Tagen dieser Traube noch mitgegeben hat." Dieser Satz ist fantastisch. Er klingt extrem kompetent und passt, egal was Sie trinken. Weiß, Rot, Prosecco, Shampoos, Traubensaft, völlig wurscht. Und Sie dürfen ihn heute wirklich einmal nachsprechen. Einmal gelernt ist er fürs ganze Leben sehr, sehr praktisch. Also, was die Sonne in den letzten Tagen dieser Traube noch mitgegeben hat, alle zusammen: "Was die Sonne in den letzten Tagen dieser Traube noch mitgegeben hat." Und ganz wichtig, danach Blick in die Ferne. Sie müssen die Spannung halten. Sie schauen ins Nichts und Pause, Pause, Pause. Zählen Sie in Ruhe im Kopf leise von 1 bis 50. Ihr Gegenüber versinkt im Stuhl. Der denkt die ganze Zeit: "Oh, der hat noch Empfindung. Ich spüre schon lang nichts mehr. Aber der merkt noch was." Gewonnen. Noch ein Kommentar zum Abgang und Sie sind auf der Siegerstraße. Und dann sagen Sie: "Wahrlich, dieses Eichenfass schmeichelt im hinteren Gaumen." Zu hoch gepokert? Ihr Gegenüber hat tatsächlich Ahnung und weiß, das Zeug hat nie ein Eichenfass von innen gesehen? Kein Problem. Schenken Sie großzügig nach und machen Sie sich eine weitere Facette alkoholischer Getränke zunutze, die retrograde Amnesie. Auf gut Deutsch: Sorgen Sie dafür, dass Ihr Gegenüber am nächsten Morgen gar nicht mehr weiß, mit wem worüber gesprochen wurde. Und wenn es Ihnen passt, machen Sie Ihren harmonischen Abgang. Bleibt natürlich noch die Frage, wie viel soll man denn wirklich trinken? Die unschädliche Dosis ist nach Meinung aller Experten schnell erreicht. Das klassische Achtel für die Dame, das Viertel für den Herrn. Eleganter formuliert der Chinese: "Hör auf zu trinken, bevor du glaubst, die anderen wollen dich singen hören." Und etwas medizinischer: Bei allem, was Sie trinken, bedenke stets, die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Prost! Gar nicht schlecht. Machen Sie weiter. Ekstase.
Standing Ovations käme noch besser übrigens. Aber ich will sie nicht zwingen. Gut. Den Rest macht die Bildbearbeitung. Wissen Sie, was Gelotologie ist? Das ist die Wissenschaft vom Lachen. Wer lacht, lebt länger. Und vor allen Dingen besser. Lachen hat tatsächlich, wie man in den letzten 10 Jahren intensiv erst erforscht, ganz viele positive Wirkungen auf das Herz-Kreislauf-System zum Beispiel. Aber Humor kann man eben nicht als Tablette einnehmen, nur als Haltung. Lachen hat noch eine andere wesentliche medizinische Wirkung, nämlich es entspannt die Muskulatur. Deswegen kann man sich auch nicht halten vor Lachen. Deswegen sagt man auch, man lacht sich krumm, weil man sozusagen die Körperspannung automatisch reduziert beim Lachen. Kinder rollen sich auf den Boden. Selbst Erwachsene können, wenn sie richtig lachen müssen, Muskeln entspannen, die sie seit dem 4. Lebensjahr eigentlich ganz gut kontrollieren. Man kann sich einpullern vor Lachen. So kraftvoll ist dieses Gefühl. Und das ist aber auch immer mein persönlicher Ehrgeiz. Ich gehe nach dem Programm immer an allen Stühlen vorbei, denke, warst du gut heute? Bei wie vielen hast du es geschafft? Nein, das war ein Scherz. Ein weiterer nachweislicher Effekt vom Lachen ist, dass es unsere Schmerzwahrnehmung ändert. Das können Sie selber ausprobieren. Nehmen Sie einmal kräftig einen Hammer und hauen sich auf den eigenen Daumen. Das tut weh. Aber es macht einen riesigen Unterschied, unter welchen Bedingungen Sie sich auf den Daumen hauen. Hauen Sie sich einmal auf den Daumen, wenn Sie alleine sind, und dann nochmal in Gesellschaft. Sie werden den Unterschied am eigenen Leibe spüren. Denn in Gesellschaft muss ich über mein Missgeschick lachen und automatisch lässt der Schmerz nach. Und deswegen sollten Menschen mit Schmerzen nicht alleine sein und etwas zu lachen bekommen. Und das ist die Grundidee, die von Patch Adams seit 15 Jahren etwa in Deutschland auch an vielen Kliniken bereits Einzug gehalten hat, nämlich Clowns in Krankenhäuser zu bringen. Jetzt sagen viele, das gehört doch da nicht hin. Aber gerade für Kinder ist es völlig normal, im Leben Momente der spielerischen Leichtigkeit zu haben, auch gerade in schmerzvoller Erfahrung, in der Fantasie, sich ganz woanders hinzubegeben. Das heißt, die Clowns stellen ein Stück Normalität wieder her. Wenn Sie das unterstützen wollen, können Sie das auf vielen Ebenen tun. Und ganz konkret können Sie so eine rote Nase spenden. Sie kriegen diese rote Schaumstoffnase und diese Nase kann auch Ihr Leben verbessern. Wie denn das? Diese Nase ist so eine Art emotionaler Airbag. Im Auto haben wir oft Stress. Aber lange bevor der richtige Airbag aufgeht, sind wir emotional schon durch die Decke. Und da rettet uns keiner. Das heißt, Sie tun diese rote Nase als Ihren emotionalen Airbag ins Handschuhfach und jetzt stehen Sie das nächste Mal im Stau. Und Sie wissen, an der Situation kann ich nichts ändern. Positive Psychologie in einem Wort. Ärger, den man nicht gehabt hat, hat man nicht gehabt. Das heißt, wenn ich an der Situation nichts ändern kann, kann ich hoffentlich meine Haltung der Situation gegenüber ändern. Und dabei hilft Ihnen die Nase. Sie greifen in Ihr Handschuhfach, setzen sich die auf. Anfänger gucken rechts und links. Profis gucken geradeaus, genauso verbiestert wie alle anderen. Und stellen sich nur vor, wie blöd die anderen gucken. Unterstützen Sie humorhaft heilen. Denn diese Nase muss man nicht nur im Gesicht haben, hauptsächlich muss man sie im Kopf haben. Wenn man einmal kapiert hat, dass Humor eine Lebenskraft ist, die Aggression mindert und nicht mit Aggression beantwortet, dann kann man mit dieser Nase in der Tasche und im Hinterkopf auch in anderen Situationen viel gelassener reagieren. Ein Zuschauer hat so eine Nase gespendet und hat sich danach tierisch drüber geärgert, weil er durch die Nase erst merkte, wie oft er ohne Stau fährt. So verändert sich Wahrnehmung. Eine andere Zuschauerin hatte die auch in einem Handschuhfach
Und vor der Ampel soff ihr der Motor ab. Hinter ihr der Porsche-Fahrer möp, 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 hupt. Sie, clever, Humor hilft heilen, geht raus, klopft an sein Fenster und niederträchtig, wie Frauen manchmal sein können, bleibt sie ganz freundlich und sagt, Sie als Mann verstehen sicher mehr von Autos als ich. Würde es Ihnen was ausmachen, mein Auto zu starten? Ich hupe in der Zwischenzeit für Sie weiter. Humor feil. Herzlichen Dank, Sie waren ein fantastisches Publikum. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, danke fürs Kommen.